Am 29. Februar, am Schalltag von diesem Jahr, wissen wir dann, wer eben auch im Kantonsrat ist. 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind es dann. Vielleicht bisherige, vielleicht neue. Was mich ein bisschen erstaunt ist, es hat noch weniger Frauen, obwohl es 778 Kandidatinnen und Kandidaten hat, die sich auf 72 Listen bewerben. Es hat noch weniger Frauenanteile, das letzte Mal unter 30%. Umso mehr freut es mich natürlich, als wir jetzt hier in der Runde eine Frau haben. Katharina Gächter, Werdenberg EVP, Liste 3. Katharina Gächter, was bewegt dich, um jetzt in den Kantonsrat zu gehen? Also ich kandidiere jetzt bereits dreimal. Obwohl ich Musik studiere, die letzten zwei Mal war es nicht realistisch, weil ich gerne die können vom Beruf weg. Jetzt, das Mal, ist es mir richtig ernst. Weil jetzt könnte ich wirklich auch gehen in den Kantonsrat, wenn dann die Bevölkerung das will. Bewegen tut mich, weil es mich wirklich interessiert, wie es weitergeht mit unserer Region, mit unserem Kanton. Und weil ich der Meinung bin, wir sollten uns einsetzen, aktiv zu gestalten, unser Land. Der Roman Rauper, auch Werdenberg. Liste 1, ist das ein Vorteil? Das ist jetzt eine gute Frage. Das bin mir gar nicht so sicher, aber ich denke schon. Ich meine, wir sind die grösste, die wählerstärkste Partei derzeit, wenn man die Nationalratswahlen anschaut. Und entsprechend natürlich ist der Liste 1 Platz ein gerechtfertiger Platz. Aber am Ende wählen uns die Wähler und Wählerinnen wählen. Und entsprechend wird man dann sehen, wer dann wirklich das Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 ist. Ihr sitzt jetzt ziemlich nah zusammen. Aber eigentlich politisch sind ihr eigentlich wahrscheinlich weit auseinander, oder nicht? EVP und SVP. Ja, ich denke, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Und bei anderen Sachen sind wir sicherlich in den Lösungen, haben wir unterschiedliche Meinungen. Und ich denke aber, dort wird es eben genau interessant werden, den politischen Diskurs dann zu haben im Kantonsrat. Du schaust es so schelmisch, könntest du es mit den SVPler, Katharina? Also ich denke, die Vielfalt macht es aus. Ja. Ich denke, es ist gut, wenn jedes Problem von verschiedenen Seiten angeschaut wird, wenn die Fakten auf den Tisch kommen und wenn nachher die besten Lösungen miteinander gesucht werden. Und ich denke, da sind wir alle daran interessiert, alle Parteien. Also mein Wunsch wäre da mindestens, dass man miteinander, dass man miteinander und nicht gegeneinander tut. Und ich denke, da ist der Roman nicht anderer Meinung. Habt ihr schon Erfahrungen so mit Kantonsrat, Roman? Ich bin seit 10 Jahren im Auslandsschweizerrat. Ich bin also Delegierter immer noch von der Auslandsschweizer in Japan. Ich habe 15 Jahre im Ausland gelebt. Ja, bist du denn da? Ja. Und dementsprechend natürlich eben, habe ich Erfahrung mit dem Rat. Dieses Jahr oder letztes Jahr, 2015 noch, bin ich ja für den Nationalrat auch angetreten, für die SVP. Entsprechend natürlich habe ich, ich sage es mal, grosse Erfahrung, auch was im Nationalrat abgeht. Ich bin oft in Bern im Bundeshaus, arbeite eng mit einigen Nationalräten zusammen. Luzi Stamm, Toni Brunner, Roland Rino Büchel etc. Die sind auch mit mir zusammen im Vorstand von der Auslandschweizer Räte und von der SVP International zum Beispiel, wo ich Vizepräsident bin. Das ist wie eine Kantonalpartei. Also entsprechend, ja, habe ich gewisse Erfahrungen, aber ich bin noch nicht Kantonsrat. Ich stelle mich als neue, zu wählenden möglichen potenziellen Kandidat zur Verfügung und hoffe natürlich, dass ich genug Stimmen bekomme. Bist du einmal gut gegangen, Nationalrat, Zuschauertribüne oder Kantonsrat, wie das jemand so abgeht in diesem Parlament? Jawohl, ich bin schauen. Und dann? Ja, ich habe wirklich gestaunt, mit wie vielen Dossiers und wie vielen Ordner und wie viel Material sich die Röhmung im Vorfeld schon auseinandersetzen. Und hat gedacht, ja, das könnte ich den Wählern und Wählerinnen versprechen, dass ich mich intensiv auseinandersetzen mit den Thematiken. Weil ich staune immer wieder, wie Politiker Versprechungen abgeben, was sie denn alles machen würden. Und dabei steht es vielleicht gar nicht auf der Traktandenliste. Mhm. Ich denke wirklich, man muss sich bewusst sein, dass man Akten bergen, studieren und Fakten zusammentragen, um nachher gemeinsam die besten Lösungen zu finden. Und ja, es hat mich spannend gedacht und ein bisschen angejammert, dass es nur 2 EVP-Sitze hat bei so vielen Sitzen. Auch darum wäre ich mega dankbar, wenn die Wähler und Wählerinnen der EVP einen dritten Sitz verschaffen hätten. Das ist so ein mit ein Grund. Es ist schwierig, gell, mit der EVP hier zu kommen. Ja, schwierig. Ja, 2 Sitze haben wir immer schon. Mhm. 2 Sitze haben wir schon. Mhm. Also, aber ein Parteiwechsel kommt nicht in Frage. Auf keinen Fall. Wegen grösserer Wahlchancen. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er schmunzelt. Eigentlich ist die EVP für mich die einzige mögliche Partei. Ja, weißt du, VP würde bleiben. Ja, gut, aber das E ist entscheidend bei mir natürlich. Oder? Weil ja, bei uns ist wirklich
in den Statuten festgeschrieben, dass das Evangelium und die Bibel unser Leitfaden ist für alle Handlungen. Und das kann ich eben persönlich von mir abhoppen im normalen Leben, sage ich jetzt mal. Und würde also in der Politik dann so wieder umsetzen. Also ich habe das richtig verstanden. Du hast jeder die SVP schmackhaft machen. Ich habe gerne gesagt. Wenn du mit VP kommst. Ja. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Die Wahlchancen sind ja viel grösser, oder? Ja, natürlich. Man muss sich natürlich auch bei unserer Partei beweisen. Aber ich denke, mit der Katharina ist eine sehr gute Politiker, die auch in der Gemeinde etwas versucht zu reissen. Wir haben aber auch eine starke Liste mit dem Mirko Rossi, mit dem Dominik Büchler, mit dem Sascha Schmid, wo der Präsident ist von der jungen SVP von der Region, und dann noch mit dem Uwe und eben natürlich mit mir. Also ich denke, wir haben uns extra entschieden, mit einer ganz starken Liste anzutreten, mit vier starken Kandidaten, und ich sage es jetzt mal so, ein Joker, das heißt, die vier starken Kandidaten sind zweimal gelistet, und entsprechend ist es schwierig, bei uns auf die Liste zu kommen. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir sie vielleicht nicht genommen hätten, wenn sie auf unserer Linie politisieren wollen, aber es braucht schon etwas, um bei uns auf die Liste zu kommen. Jetzt habt ihr ja auch so Themen genannt. Es gibt sicher einen Haufen andere Themen. Du, Katharina, hast gesagt, Energie und Umwelt, soziale Sicherheit. Du hast dann gesagt, Roman, eine Durchsetzungsinitiative, was du den Bürgerinnen und Bürgern im Kanton St. Gallen würdest empfehlen. Du hast aber auch gesagt, keine weitere Schwächung von der Landwirtschaft und Förderung des Technologiestandorts. Also, genau. Gehen wir vielleicht mal soziale Sicherheit. Wäre das noch etwas, wo ihr euch irgendwo treffen könntet? Was verstehst du unter sozialer Sicherheit? Unter sozialer Sicherheit verstand ich, dass es den Bewohner in der Schweiz soll weiterhin wohl sein soll. Dass Arbeit sich lohnen soll. Ich bin der Meinung, ein gutes soziales Netz sollte selbstverständlich sein in der Schweiz, aber nicht eine soziale Hängematte. Also ich würde mich auch einsetzen, dass sich nicht Bürger und Bürgerinnen oder Bewohner einfach in die Hängematte legen und es kommod genug haben in unserem sozialen Netz, sondern Arbeit soll belohnt werden. Büro, also Familie. Individuell anpassen. Also, der, was nötig hat, soll es kriegen, aber nicht übermässig. Ja, ganz genau. So, ja. Nicht so, dass einer wirklich sagt, weil wenn er nie mehr arbeiten kann, dann hat er ein anderes Problem. Dann muss man dort schauen. Aber ich denke, wer arbeiten soll, können leben in unserem Land, ohne eben arm werden dabei. Ich würde die Familie stärken im Sinne von generationenübergreifend. Ich denke immer, je älter, dass man wird, je älter werden noch die Eltern. Kinder hat man vielleicht schon draußen. Und ich denke einfach, in der Familie ist noch viel mehr möglich an freiwilliger Arbeit, einander gegenüber. Weil auch dort kann man sozial nichts schonen, wenn man zueinander schaut, in der Nachbarschaft und überall. Ich würde mich einfach für Selbriges noch gerne einsetzen, weil ich merke immer wieder, wir sind ja so eine zu gute Gesellschaft, zu gut. Wir haben das Gut vom Staat, dieses und jenes. Und ich gehe davon aus, eigentlich haben wir nichts gut. In der Zeit, in der wir Kraft genug haben zum Arbeiten, sollen wir unser täglich Brot erarbeiten. Und nur wenn es wirklich nicht anders geht, dort bin ich also der Meinung, braucht es ein soziales Netz. Und dort soll dann der Staat oder der Steuerzahler halt einstufen, die Schwachen. Du hast ein Zünftchen genickt, Roman. He? Ja, da kann ich also voll dazu nicken. Ja, ich weiss, dass die EVP ab und zu ein bisschen andere Meinungen vertritt wie Katharina. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich geht es um die Lösungsansätze. Oder? Wie macht man das? Und dort sind dann ein paar Lösungsansätze, wo ich sage, gibt es bessere. Aber ich bin voll hinter dem. Natürlich, oder? Aber ich bin voll hinter dem. Eben, arbeiten muss sich lohnen. Ich sage es mal, ein Arbeitsloser darf nicht mehr Geld am Ende zur Verfügung haben am Ende des Monats, wie ein Familienvater oder eine Mutter, die streng gegen Arbeiten geht. Arbeit muss sich lohnen und man muss besser dastehen, wenn man arbeitet, als eben, wenn man nicht arbeitet. Auf der anderen Seite, wie es Katharina gesagt hat, die Leute, die nicht können, also die invalid sind, die, sag ich mal, schwer erkrankt sind, etc., oder? Denen muss man natürlich unter die Arme greifen. Das Sozialwesen aber derzeit ist natürlich auch auf dem Prüfstand. Die AHV ist stark belastet, wird noch stärker belastet natürlich auch, ich sage es mal, durch die Einwanderung. Auch die sozialen Werke, die wir haben, werden belastet durch den Asylzustrom, der natürlich stark zugenommen hat in den letzten Monaten und Jahren. Und da sehen wir dann, dass es wahrscheinlich durch gewisse Unterschiede gibt. Und dort sieht man natürlich dann, ich sage es mal, feine Differenzen. Kommen wir zu den Differenzen? Das heisst ja Durchsetzungsinitiativen, oder? Ja. Das ist sicher eine Differenz, die ihr wahrscheinlich habt, oder?
Was verstehst du darunter? Ich kenne Ihre Position nicht, meine ist ganz recht klar. Bei der Durchsetzungsinitiative geht es eben einfach mal darum, dass man einen Pfahl einschlägt. Oder? Man hat es bei der Ausschaffungsinitiative gemacht. Und das Parlament hat dann eher den Gegenvorschlag angefangen von auszuarbeiten. Und jetzt sagt man, jetzt schlägt man den Pfahl wirklich ein. Das heisst, dass es einfach keinen Missbrauch mehr gibt von kriminellen Ausländern, dass sie ganz klar wissen, was ist die Leitplanke und in der Leitplanke bewegt man sich. Und das heisst du als Vertreter, der ja auch Ausländer quasi im Ausland auch Leute vertreten? Ich habe selber im Ausland gelebt. Wie gesagt, ich habe mich dort auch an die Leitplanke anpassen. Mhm. Also wäre ich in China, in Japan, in Israel, in Amerika straffällig geworden, dann hätte ich in China irgendwo, weiß auch nicht, in einem Mist, Loch gewohnt bin, mit Wasser und Brot, oder? Vielleicht mal einen Äpfel bekommen, jede Woche einmal. Da müssen wir vielleicht das auch nicht diskutieren. Also, ich meine, und die Auslandschweizer, die ich kenne und auch die ich gerne vertrete und für die ich mich auch gerne in der Schweiz einsetze, das sind Leute, die sich angepasst haben, die Sprache gelernt haben. Also, ich spreche Japanisch, nicht nur Englisch und Französisch, oder? Wo versuchen, sich mit dem Land zu identifizieren und entsprechend das Land natürlich auch ein Teil von ihnen wird. Viele von denen, vor allem dann wieder ihre Kinder, kommen aber gerne zurück in die Schweiz und wollen in die Schweiz wieder kommen. Durchsetzungsinitiativen, also etwas, das wäre schon eine Differenz, was ich vermute, oder? Ja, natürlich würden wir die Ausschaffungsinitiativen umgesetzt schon vorig lange. Ich bin auch dafür, dass man in der Schweiz sich an die Regeln halten muss. Und da, glaube ich, steht auch die EVP dahinter, dass wir hier, gerade in einem christlichen Land, dass hier unsere Regeln gelten und dass nicht wir uns müssen anderen Ländern, anderen Seiten, anderen Religionen anpassen. Ich bin natürlich dafür, dass man die Menschen so lässt, wie sie sind und sich langsam anpassen können an unser Leben. Aber selbstverständlich muss man sich an unsere Regeln halten, von Anfang an, sofern man es dann kennt. Und dort, denke ich, ist halt dann die Integration. Du kannst dich nicht an Regeln halten, die du nicht kennst. Und ich bin natürlich mehr für wirklich, wenn sie kommen, sie schulen, wie man hier lebt, ihnen das beibringen. Aber wenn Leute kriminell sind, mehrfach kriminell, bin ich auch dafür, dass sie heimgehen. Weil wir gehen auch nicht in ein arabisches Land und führen uns auf wie die Axt im Wald. Nochmal nicht lang. Energie und Umwelt. Wir müssen also machen wir einen Change. Energie und Umwelt hast Energie du und Umwelt. Ja. Das, ich bin jetzt im 8. Jahr im Gemeinderat hier zu Grabs, habe das Ressort. Ja. Und somit würde ich jetzt mal meinen, habe ich ein bisschen anfangs eine Ahnung, was der Bund mit der Energiestrategie möchte. Ich habe hier zu Grabs jetzt ganz viel lernen über Energie und Umwelt und wie der Bund sich das vorstellt, wie er das delegiert an den Kanton und wie der Kanton das an die Gemeinden weitergibt. Ich weiss über die Konsequenzen und habe das Gefühl, wenn ich jetzt in dem Kantonsrat wäre, könnte ich dort sicher gut mitschaffen mit dem Wissen, das ich habe. Ich poppe einfach nach wie vor, wenn Politiker, die noch nie in einem Rat waren, poppten, das und das und das würden so was, und so machen. Was konkret könnte der Kanton machen, nebst dem Energielabel unterstützen? Also was konkret im Bereich Energie und Umwelt, im Einfluss auf Gemeinden, könnte der Kanton machen, aus deiner Sicht? Ich finde, der Kanton macht schon recht viel mit seinem Förderprogramm. Ich sehe es jetzt, der Kanton fördert in die Gemeinden raus. Und die Gemeinde fördert dann im gleichen Mass noch. Aber eigentlich sparen wir Energie und brauchen immer mehr. Ich denke halt, dass das nicht politisch lösbar ist, sondern dass die Bevölkerung muss lernen, umdenken. Ich bin nicht dafür, dass man alles technisch machbar, noch schneller, noch geschwinder, noch höher versucht zu erreichen, sondern dass man nur eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung versucht herbeizuführen. Ich weiss, es ist schwierig, aber ich denke, es würde eine Lösung sein. Technisch machbar sicher, fördern Forschung, Bildung und dann aber auch das Bewusstsein in den Familien, in der Bevölkerung, an den Arbeitsplätzen. Mobilität ist sicher ein grosses Thema. In der heutigen Zeit muss man überall hinfliegen oder lange neben Videokonferenzen oder Skype oder was auch immer. Förderung vom Energiestandort, Technikstandort, das wäre auch ein Thema für dich, gell, Roman Rauper? Ja. Das ist natürlich ein Thema für mich. Mir geht es natürlich da mehr um Technologiestandort vom Werdenberg. Wir sind, ich sage jetzt mal, nicht bekannt jetzt für unsere Energiewirtschaft hier im Werdenberg. Wir haben zwar kleine Bereiche, aber wir sind natürlich vor allem das Vacuum Valley. Also, das heisst, wir sind das Vakuumtal der Welt. Oder? Also, es gibt Silicon Valley in Amerika und es gibt das Vacuum Valley. Und das ist da, das läuft da bei uns vorbei. Das ist Werdenberg. Das fängt von Balzers an und hört eigentlich in Haag auf mit der VAT. Oder? Und da muss man schon als Kantonsrat, sage ich einfach,
Wir brauchen Leute im Kantonsrat, die Technologie verstehen, die wissen, was da abgeht, wie man sie fördern muss, was die Industrie braucht, um wirklich weiterzukommen. Und wenn zum Teil die Firmen vielleicht nicht so bekannt sind, aber doch auch einen Weltruf haben, oder? Genau, oder? Ja. Also, eben, also auch kleine. Wir reden hier über kleine Firmen oder kleinere Firmen. Ja. Ein Inficon war auch mal klein, genau. Evatec, die jetzt gerade natürlich in Trübach sich eingekauft hat, oder? Die haben mit ein paar Leuten angefangen, oder? Sind dann 100 Leute im Flums, oder? Und haben jetzt ja mit den Systems, Öhrlicher Systems, die sie gekauft haben, nur 200 Leute zugekauft. Was würdest du konkret also machen, knapp 400 damit da mal etwas ein bisschen mehr läuft? Also, Versprechungen sind ja schon lange da. Ja, es geht einfach darum, eben, ich sage es mal, im Kantonsrat zum Beispiel, ich bin aktiv auch im Businessplan-Wettbewerb in Liechtenstein mit involviert. Ich habe noch nie an der Verleihung einen Kantonsrat gesehen, der sich die Ideen anlässt und sagt, hey doch, das könnte man noch fördern. Oder eben engeren Kontakt mit den Firmen. Ich als Interim-Manager habe mit sehr vielen Firmen schon zusammengearbeitet. Also ich habe in der VAT gearbeitet, in der Oerlikon, in der Mechatronics, jetzt neu VDL EDG. Inficon kenne ich gut als Kunden, Evatec auch. Oder ich kenne die Needs, wie man es schön auf Englisch sagt, von den Geschäftsführern und habe deshalb auch ein grosses Netzwerk an Geschäftsführern. Würdest du unterstützen, Katharina? Also, ja, ich staune, weil ich ja doch immerhin 30 Jahre am Liechtenstein gearbeitet in der Industrie, unter anderem auch 16 Jahre in der Oerlikon und auch Inficon und auch für die VAT. Und selbstverständlich braucht es eine Stärkung der Wirtschaft. Ich denke jetzt vielleicht mehr an die, die da sich in der Elektromobilität brausen, die sich da gross macht. Oder halt das Wortlinghaus. Und das Energieinstitut im NZB. Also sehr wohl sind wir. Ich behaupte jetzt wieder, in unserem Tal geht einiges, was Energie und Energieeffizienz und Massnahmen angeht. Ich denke, beides. Manchmal habe ich das Gefühl, man kennt die Leistung in unserem Tal, jetzt, was Unternehmen betrifft, ja. Extern fast mehr, als man intern wahrnimmt. Ja. Oder also, sehen wir das verkehrt? Ich staune einfach, ja. Das ist zum Teil so, natürlich. Ja. Oder? Eben, ich meine, ich habe auch engere Diskussionen mit unserem Gemeinderat und so weiter. Und man sieht natürlich auch feststellen, dass sie, wenn wir sagen, ein bisschen weg sind von der Wirtschaft. Mhm. Und deshalb eben braucht es auch richtige Leute, Wirtschaftsleute, wo der Gap wieder schliessen können, dass die Brücke eigentlich schlagen können. Betreffend Energie noch schnell, oder? Ich meine, ich bin dort schon auf ihrer Seite. Also, mein Haus selber ist ein Minergie-Plus-Haus und ein Energie-Plus-Haus. Das heisst, ich habe Solarzellen drauf. Ja, gut, im ganzen Berg ist gut lachen, natürlich. Oder immer Sonne und kein Nebel, oder? Ja, das natürlich auch. Aber ich meine nur, ich produziere eigentlich mehr Energie, als das ich brauche. Mhm. Wenn das jeder würde machen, das wäre natürlich perfekt. Nur ich kann neu bauen, oder? Man kann das natürlich nicht von jedem erwarten. Und das Problem von unserer Energiestrategie oder Energiestrategie 250, die vorher angesprochen worden ist, ist nicht das Werdenberg, sondern es ist wirklich der Kanton und nachher dann weiter die Schweiz, wo das grösste Problem in dieser Strategie ist die Speicherung von der Energie. Wir schaffen es, genug Energie anzubringen im Sommer. Da haben wir genug Sonne, oder? Weil die Tage länger sind und natürlich die Sonne scheint. Wir haben genug Wasser, weil das Wasser super runterläuft, oder? Und dementsprechend können wir eigentlich sogar schon fast oder dort stark Atomkraftwerke runterfahren. Aber im Winter weniger Wasser, weniger Sonne, kürzere Tage, kälter. Genau dort haben wir das Problem. Dort brauchen wir eine gute Energiespeicherung. Also die ist noch nicht erfunden. Genau. Die hast du aber jetzt natürlich mit deiner Isolation herum. Da hast du eine gewisse Speicherung. Ja, bei meinem Haus. Also, bei deinem Haus, ja. Bei meinem Haus. Ja, alle Häuser isolieren ist ein sehr teures Unterfangen. Oder? Ja, jedes Haus neu bauen. Aber manchmal wäre möglich, wenn vielleicht die Beratung auch. Oder man läuft vielleicht auch schnell mal so in die Schiene rein, dass man einfach konservativ baut, wenn man neu baut. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin Elektroingenieur. Mhm. Wenn eben die Leute sagen, die Energiespeicherung kommt, dann sage ich, nein, die ist noch nicht da. Darf man mich auch fragen, Tachyonenergiegewinnung so aus Gravitationsfeldern und so, ist so etwas nicht mehr? Das ist ein Diskussionspunkt. Derzeit redet man eigentlich über Synthesen, oder? Also Wasserstoffsynthesen und so weiter. Klar, ja. Der Energiespeicher dort hat einen 50%igen Wirkungsgrad. Das heisst, die Energie, die ich reinschiebe, kann ich zu 50% wieder rausholen. Das ist zu wenig. Wir müssen besser werden, oder? Wasserspeicherkraftwerk ist immer noch das effizienteste, der effizienteste Energiespeicher. Da haben wir in der Schweiz haben wir einen Plus natürlich von unseren Bergen, oder? Ja, ist klar. Was andere Länder nicht haben. Ja. Also der Energiespeicher, das ist das A und das O
in der Energiestrategie. Und die Person, die das erfindet, oder das PSI oder das CERN oder wer auch immer, also der Physiker, der das erfindet, bei dem tue ich gerne mein Geld investieren. Oder lässt du patentieren wie der mit der Lego und der Tetra-Pack. Katharina, ja. Landwirtschaft, hat er noch gesagt, Roman Rauper. Also, wir leben ja natürlich in einer Gegend, wo Landwirtschaft angestammt ist. Wie steht denn das bei dir? Also, wenn er sagt, zum Beispiel keine weitere Schwächung der Landwirtschaft. Ja. Also, ich denke, wir dürfen stolz sein. Gerade speziell das Grabs. Wir haben unheimlich viele Bauern. Auch. Wir vermarkten ja auch die eigenen Produkte im eigenen Dorf. Ich glaube auch zu Gams. Das ist übrigens ein Punkt von Energiestadt. Wertschöpfung im eigenen Dorf behalten oder in der Region behalten. Und ich merke da, dass mit der inneren Verdichtung, da würde ich voll dahinter stehen und nicht noch mehr Zersiedlung und eben Kultur, Land verbauen. Aber das sagt jeder. Aber sobald es dann so einen Klotz gesehen wie jetzt bei uns, gerade zum Beispiel der Ochsen, dann rufen alle Ach und Weh. Es will eigentlich niemand will zersiedeln, aber auch niemand will verdichten. Und auch da denke ich einfach, da müssen alle mithelfen, umdenken. Wenn wir nicht mehr Kulturland verbauen, dann muss man verdichten. Es gibt dort einfach keinen anderen Weg. Was heisst du jetzt zum Bau von einem, sagen wir, neuen Altersheim? Da muss man einfach einen Bachhof anlegen, der noch 5 Meter breit ist. Sind denn das irgendwie Bachhof anlegen ist perfekt. Weil das gibt einen riesen Lebensraum für alle möglichen Kleingetiere. Und das ist das ist Naturschutz. Bachhof anlegen ist Naturschutz. Das ist ein Landwirt, der vorher da gesessen ist, als Nonsens abtun. Ja, aber eben so ist es eben genau so. Ich glaube, sie kennen den sogar. Ja, den kennen Sie. Ja, aber ich habe... Ist für dich ein Kollege im Gemeinderat? Ja, eben. Wir streiten, wir tun Fakten auf den Tisch und man darf dafür sein und dagegen. Und nachher gibt es irgendwann eine Entscheidung und hinter dieser Entscheidung muss man nachher stehen. So ist es. Aber ich denke, ich bin dafür, dass verschiedene... Also ich finde es furchtbar, wenn nur ein Gesichtspunkt gelten würde. Und so macht man es. Sondern von allen Seiten sollen Probleme angeschaut werden. Und wenn es noch so klein ist wie ein Bach auflegen. Es muss von allen Seiten angeschaut werden und dann miteinander eine Lösung gefunden werden. Elektroingenieur sagt, keine weiteren Schwächen der Landwirtschaft. Du hast da ganz noch ein bisschen Bauern nebenbei. Nein, aber mein Nachbar ist Bauer. Also das heisst, ich hole meine Milch, mein Fleisch, meine Eier... mein Käse hole ich alles von meinen Nachbarn. Und zwar eben wirklich zum einen 10 Meter weg. Mein Problem, oder was ich da anspreche, ist wirklich, dass man derzeit einfach zu viel Gesetz bringt für die Bauern, wo sie dann schwächen. Unnötige Gesetze, übermäßige Kontrollen etc. Oder? Wo man einfach müssen anfangen von wieder eingrenzen, von wieder eventuell auch zurückradieren, also ausradieren die einen Gesetze. Oder? Zum Beispiel wird Milch doppelt oder dreifach kontrolliert. Das braucht es nicht, das kostet nur Geld. In der Industrie kontrolliere ich nie Sachen dreifach kontrollieren. Wenn es gut ist, ist es gut und dann wird weitergemacht. Und da tut man vor allem bei den Bauern tut man dort den Hebel ansetzen und macht viel zu viel Kontrolle und tut ihnen viel zu viele Sachen auferlegen. Bauern bei mir oben im Berg. Aber grundsätzlich einfach auch nicht zu viel Staat, da kommt schlecht. Ja, natürlich. Bauern bei mir oben im Berg sagen mir, sie haben langsam mehr zu tun mit der Administration, als dass sie sich können um ihr Vieh, das heisst Kühe, Hühner, Soi oder um meine Felder kümmern. Und das Protokoll machen, oder? Und alles Mögliche. Ja, gell? Genau. Und Schluss das Fleisch und Milch immer weniger überkommen und so weiter. Ja. Und das grösste Problem, natürlich, das ich gesehen habe. Aber was machst du jetzt konkret? Im Kantonsrat? Ja, eben genau, die Gesetze, oder? Hinterfragen, Vorstöße, ganz klar, dass wir dort reduzieren können. Letzte Frage. Warum soll man euch wählen? Katharina, warum jetzt gerade die? Warum Roman gerade die? Also, ich kann auf jeden Fall versprechen, dass ich jederzeit transparent werde, Problem anschauen, von allen Seiten betrachten und auch kommunizieren mit den Wählern und Wählerinnen, wenn sie mich fragen. Ich denke, ich möchte gerne in den Kantonsrat gehen, weil ich auch will, dass unsere nächste Generation sich für Politik interessiert und mitmacht. Wir von der EVP haben das mal übrigens eine vorne Liste junge EVP zusammengebracht, worauf wir wirklich stolz sind und als ältere Generation die Verantwortung haben, dass wir den Jugendlichen etwas vorleben. Dass man wirklich, wenn man sich politisch engagiert, auch tatsächlich etwas verändern kann, zum Guten. Und das ist der Grund, warum man sie gerne in den Kantonsrat. Ja. Roman?
Ja, eben, Selbstwerbung, oder, ist immer so ein schwieriger Punkt. Aber, vor allem, glaube, wenn man nichts verdient im Kantonsrat. Ja, eben, aber um das geht es nicht. Es geht eben darum, wirklich zu helfen, den Kanton besser zu machen. Ich will das, ich bin fair, ich bin offen, ich bin geradlinig, aber ich kann auch mit den anderen Parteien zusammen Konsensus finden. Ich komme übrigens aus einer Familie, wo mehr FDP-Politiker sind. Also das heisst, ich bin der einzige SVP-Politiker oder Parteilose. Das sind meine Stärken, die ich nicht reinbringe. Und wie gesagt, ich bringe einfach einen grossen Rucksack an Erfahrungen mit, an Auslanderfahrungen, an einer anderen Sichtweise auch, wo ich denke, dem Kanton, unserem Kanton und auch unserer Region sehr gut tun würde. Und dementsprechend stelle ich mich zur Wahl und würde mich freuen, wenn mich Wähler wählen würden.